Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 4. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir sind auf der Strecke Main-Spessartbahn und sind hier gerade mit unserem PKW am Bahnhof in Hößbach angekommen. In Heigenbrücken ist das. Wir sind in Heigenbrücken angekommen und haben heute folgende Aufgabe. Es ist früh am Morgen 4.15 Uhr und wir haben heute die Aufgabe, einen Zug abzuschleppen. Ein ICE ist hier leider liegen geblieben. Und den müssen wir abschleppen. Machen noch kurz unser PKW zu, damit uns den keiner klaut. Zack, so. Dann, wie gesagt, würde ich sagen, begeben wir uns zu unserem Arbeitsplatz. Vielleicht könnt ihr das schon so ein bisschen erkennen. Dort werden wir gleich hingehen. Dort steht schon unsere 218, die ein Kollege hierher gebracht hat. Der wohnt ja auch zufällig. Und wie gesagt, wir haben heute die Aufgabe, diesen einen Schleppdienst zu vollführen bzw. zu vollziehen. Und ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und beginnen damit mit unserer Arbeit. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. So, wie gesagt, wir müssen hier so einen Schleppdienst beginnen. Der Kollege wohnt hier, der hat Spätschicht, der schläft noch, beziehungsweise der hat seinen Job erledigt, der hat die 218 hierher gebracht, hat jetzt Feierabend und unser Job ist es jetzt hier, unseren Zug zu vereinen und dann zum Betriebswerk in Aschaffenburg zu fahren. Müssen Sie uns hier mit dem ICE verbinden. Die Scharfenberg-Kupplung ist bereits montiert, sodass wir uns hier gleich vereinen können. Würde sagen, das machen wir. Müssen natürlich erstmal in die 218 einsteigen. So, müssen wir die Tür noch schließen. Müssen wir noch kurz reingehen, gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Die Bremsen gelöst sind und so weiter. Jetzt können wir hier nämlich keinen Meter weiter. Genau, das muss auf neutral. So, die Bremsen müssen gelöst werden, ja. Das kann aus. So, müsste eigentlich jetzt soweit alles richtig sein. So, dann steigen wir aus. Machen hier die Tür zu. Fahrgäste sind natürlich keine drin, ist klar. So, dann steigen wir mal in unsere 218 ein. Dürfte eigentlich nicht laufen. Na egal, lassen wir das. Wollte was sagen, die habe ich doch abgestellt. Die müssen wir jetzt natürlich erstmal anschweißen. So. So. Triebeleistung ist ein, dann können wir das auf rückwärts stellen und können uns dann hier mit dem ICE vereinigen. Das können wir uns mal aus nächster Nähe anschauen, würde ich sagen. So. Wunderbar, das hat doch wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Das hat doch wunderbar funktioniert, da machen wir gleich ein Foto von. Wunderschön, wunderschön. So, das hätten wir soweit. Dann mal sehen, vorwärts müssen wir trotzdem noch aussteigen kurz, weil wir natürlich noch der anderen Lok. Ach, seht mal, so kann man den Engine Room betreten mit der Taste Y. Habt ihr es gesehen? Also der Motor. So weiter. War nicht schlecht. Ich komme nur leider nicht weiter. Doch, man muss einfach in die Hocke gehen. Geil. Das gibt's ja nicht. Also, das ist mal der Maschinenraum von der 218. Nur falls ihr das vielleicht noch nicht wusstet. Also einfach mit der Taste Y kann man durch die Türen gehen. Und dann ist man praktisch im anderen Führerstand. Können wir uns hier kurz hinsetzen und hier die Zugspitzensignale ausstellen. So, dann können wir ja wieder zurückgehen.
Durch den Maschinenraum. Das ist ja geil. Einfach mit der Taste Y. Also praktisch auf jeden Fall am Gamepad. Ich mache das mit dem Gamepad. Mit der Taste Y kommt man da durch. Und hier einfach den dicken Knüppel drücken, da duckt er sich. Dann kommt man hier auch weiter. Und dann hier wieder durch. Und dann ist man wieder auf der anderen Seite. Wunderschön. Wunderschön. Das ist auch geil. So. Zack. Zack. So, was wir jetzt noch brauchen, ist auf jeden Fall die Zugsicherungssysteme. So, und eine Route. Die müssen wir uns auf jeden Fall noch legen. Ich hoffe, der schafft das. Wechsel nur 8 Wagen genommen. Nicht erreichbar. Hab ich schon fast gedacht. Ist das erreichbar? Auch nicht. Hier oben vielleicht. Hier so ins Außengleis. Das wird wohl nicht sein. Da werden wir nicht reinkommen, aber hier vielleicht so. Das können wir schaffen, jawohl. So, wir haben grün. Das ist sehr gut. Können wir abfahren. Ach, um Gottes Willen, wir müssen die Spitzensignale noch anstellen. So. Können wir loslegen, würde ich sagen. Auf geht's. Wunderschön. Ah, das scheint zu klappen soweit. Sehr, sehr schön. Schon ein ordentliches Kraftpaket, die 218er, muss man schon sagen. Also echt Wahnsinn. Fahren wir den IC zum Betriebswerk bzw. zum Abstellgleis, wo er später von einem Kollegen zum Betriebswerk geschleppt wird.
Einfach nur schön. Einfach nur schön. Mit der Bremse spielen. Richtig schön, richtig schön. Steil bergab. Da die Lok ja keine AFB hat, muss man hier so ein bisschen mit der Bremse spielen, aber ich denke, das ist jetzt nicht das Tragischste. So, dass das so früh stattfindet, ist eigentlich auch normal. Man will ja so wenig wie möglich den normalen Berufsverkehr, Personenverkehr stören. Und so früher man den ICE auch dann ins BW schafft, vielleicht hat man dann auch die Chance, ihn pünktlich wieder fertig zu kriegen, je nachdem, was der halt für Probleme hat. Deswegen findet das in der Regel auch so früh statt, dass man halt so wenig wie möglich den normalen fahrenden Personenverkehr, Berufsverkehr stört. Und deswegen ist auch so wenig los im Moment. Ihr kennt das. Im TSW ist ja vor 5, 6 Uhr am Personenverkehr so gut wie gar nichts los. Nur ein paar Güterzüge sind zu finden. Und genau das ist jetzt auch der Fall. Deswegen kommt uns auch so gut wie gar nichts entgegen hier. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Richtig schön, richtig schön. So, wir dürfen 140, die können wir ja mal wieder ein bisschen aufschalten hier.
normalerweise wird das ja in Doppeltraktion ausgeführt, aber ich weiß nicht, ob das in Doppeltraktion auch mit der Kupplung funktioniert. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ist übrigens ein Mod zu finden auf der Seite Trainsim Community. Dort gibt es einmal die ganz normale Kupplung für also Scharfenberg Kupplung und dann gibt es auch noch einen Mod zum Downloaden, Multikupplung, also der kann praktisch alles kuppeln. Werde ich euch gleich auch mal zeigen, die verschiedenen Kupplungen, die es dann hier an dieser Lok zu finden gibt. Sollten jetzt mal ein bisschen langsamer werden. Schon mal unter 80 gehen, unter 85 zumindest. So. Wir durch den Hauptbahnhof von Augsburg. Ach, Aschaffenburg. Komme ich denn immer auf Augsburg? Ich weiß es nicht. Hier ist schon einiges los, wie ihr seht. Früher Pendler verkehrt, nimmt Fahrt auf. So, dann lassen wir uns hier mal so ein bisschen reinrollen, würde ich sagen. Wunderbar, wunderschön. Räumen wir schön auf unser Ziel zu, stellen dann hier gleich auch den ICE ab. Das sieht doch gut aus, schon komplett auf einem Gleis, sehr schön.
So, damit hätten wir das Ziel soweit erfüllt. Dann versuche ich jetzt mal zu entkuppeln. Gucken, ob das klappt. Jetzt hebe ich erstmal den Motor aus. Erstmal den Motor aus. Versuchen wir mal zu entkuppeln. Dürfte jetzt entkuppelt sein. Und dann kann ich euch ja mal die verschiedenen Gefahren erstmal ein Stück vor, würde ich sagen. Erstmal ein Stück vor, würde ich sagen. Sehr geil. Funktioniert. Gut, das hat soweit funktioniert. Machen wir sie wieder aus. Genau, machen wir sie wieder aus. So. Dann zeige ich euch jetzt mal die verschiedenen Kupplungen. Gut, ich hätte es euch auch vorne zeigen können. Fällt mir gerade ein, aber jetzt ist auch egal. Wir mussten ja sowieso abkoppeln. So, das ist also diese multiple Kupplung. Und zwar fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Also als allererstes natürlich der Screwlink. Das ist die ganz normale Kupplung, die die 218 ja so hat. Ja, damit kuppelt die ja praktisch auch an die Endbahn und so weiter. Dann gibt es die Scharfenbergkupplung, womit wir uns gerade, damit haben wir uns ja gerade mit dem IC3 verbunden in Heigenbrücken. So, dann gibt es die Dellner. Wozu die gut ist, weiß ich nicht. Ich habe das schon mal mit dem IC1 versucht, aber das hat nicht funktioniert. Auch mit der Scharfenberg nicht. Vielleicht gibt es auch noch eine andere, ich weiß es nicht. Dann gibt es die Buckeye. Die wird wahrscheinlich für amerikanische oder sowas oder englische Wagen oder sowas sein. Würde ich jetzt mal schätzen. Ihr könnt mich ja gerne aufklären in den Kommentaren, wenn ihr das wisst, wozu die Buckeye-Kupplung da ist. Dann gibt es noch die DSI. Die ist wahrscheinlich auch für irgendwelche Wagen. Englisch oder amerikanisch, irgendwie sowas würde ich jetzt mal schätzen. Genau, BSI, dann hatten wir, dann kommt die Wabco N-Type, wozu auch die immer noch wieder sein macht. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren aufklären, ich kenne mich da leider nicht so aus. Dann gibt es noch die Wetschlok, das ist hier unten die Kupplung, die wird wahrscheinlich auch für irgendwelche amerikanischen oder sowas sein. Also in Deutschland kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann gibt es noch die Non, also da hat die gar keine Kupplung. Da kann die sich mit überhaupt nichts verbinden. Also das sind so die Kupplungen, die die Lok halt hat. Also diese multiple Kupplung. Und ja, also ich finde das eine scharfe Sache. Vor allem, weil man dann auch solche Szenarien spielen kann. Mit ICE abschleppen und solche Sachen. Also ich finde das richtig geil. Ist ein schöner Mod. Wie gesagt, zu finden auf der Website Train Sim Community. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, unter welchem Punkt das zu finden ist. Müsst ihr euch mal ein bisschen durchscrollen. Und da müsst ihr auch ein paar Voraussetzungen haben. Oder erfüllen, besser gesagt. Ihr müsst einige Strecken dafür haben, damit ihr diese multiple Kupplung auch nutzen könnt. Aber da steht dort alles beschrieben. Ich kann euch auch gerne nochmal ein Infovideo dazu machen, wenn ihr das wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich nehme das gerne in Angriff, alles kein Problem. Auch wie ihr das installiert und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache, weil das eine ganz neue, ganz interessante Szenario-Möglichkeiten bietet. Also ich finde das eine richtig schöne Sache. So, wir könnten jetzt die 218 wieder, genau, vielleicht können wir das ja noch gut machen, die hier rausfahren, wenn das geht, wenn das Spiel das zulässt und dann wieder zurück. Praktisch hier abstellen und auf weitere Schleppeinsätze wieder abstellen. Das könnten wir vielleicht versuchen. Versuchen wir es einfach mal, wie weit uns das Spiel das uns vorfahren lässt. Das macht das ist doch eine schöne Sache.
Den ICE, den haben wir hier soweit abgestellt. Genau, müssen. Ja, den müssen wir noch abrüsten. Ist ja, den müssen wir noch abrüsten. Gottes Willen. Das müssen wir noch wenigstens eben machen. Das ist unser Job hier. So. Dann machen wir das auch mal. Und zwar, den machen wir auf neutral. Das machen wir aus. Ah, ne, das müssen wir so. AFB. So. So. Störung. So. Störung. Das müssen wir wieder irgendwie. Öffnen. Kriegen wir das denn jetzt wieder aus hier? Egal, das war das. Das war das einfach. Bremse anziehen. So, das ist aus, das ist aus. Und das auch ausmachen. Zack, zack. Das auch. Das auf- und ausknopf. Wahrscheinlich nicht. Da war was ganz dunkel. Aus werden wir das wahrscheinlich nicht kriegen. Lassen wir es so, dass es kaum einer sieht. So, da sind wir hier durch, würde ich sagen. Können wir den wieder rausgehen? Zack. Schon mal irgendwas gesenkt. Sieht gut aus. Ja, gut, dann ist der versorgt, ist der abgeschlossen, abgerüstet. Dann können wir hier unsere 218 steigen. Genau. Schließen die Türe. Zack. Dann müssen wir uns jetzt eine weitere Route legen. Zwar so, dass wir hier praktisch wieder aufs andere Gleis kommen. Praktisch bis hierhin. Genau. Das scheint zu funktionieren, hoffe ich. So, jetzt müssen wir erstmal Motor anmachen. 227 Meter und 293 Meter ist das rote Signal. Das sieht gut aus. So, lösen wir die Bremsen. Wunderschön, wunderschön. Ich hoffe, das passt jetzt. Müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Wir machen Folgendes. Nur für alle Fälle. So. Das ist nämlich echt tricky. Die machen wir auch mal eben aus hier, würde ich sagen. Die brauchen wir jetzt nun wirklich nicht. Wir müssen schön noch runter hier von dem Gleis, sonst bringt es nichts. So, reicht das? Ich denke aber schon, dass es reichen sollte. So, gut entfernen. Gute setzen. Wir wollen ja wieder bis hier hinten hin. Genau, hier rein wollen wir, wenn es geht. Schande, das geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann machen wir es folgendermaßen, dann stellen wir sie hier ab. Stellen wir sie hier ab. Ey! Junge, Junge, Junge. Jetzt müssen wir erstmal Folgendes machen. Wir gehen erst in den anderen Führerstand.
ziehen da die Bremse an, sonst haben wir nämlich gleich ein Riesenproblem hier. So. Das wissen wir, wie das geht. Zack. 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 So. So, ziehen wir erstmal hier die Bremse an. Erstmal hier den Bremsschlüssel auf. Zack. So. So, jetzt müssen wir da hinten wieder hin. Müssen wir jetzt praktisch wieder die Bremsen lösen und den Bremsschlüssel beziehungsweise den Fahrtrichtungsbänder entnehmen. So, die müssen wir wieder lösen. So, die noch neutral und mitnehmen. Ausmachen, mitnehmen. So. Dann in den anderen Führerstand. Zack. Zack. Ach Gott, ich liebe es. Zack. So. Warum rollen wir denn? Nein, stopp! Warum rollen wir? Ich will nicht rollen! Ich hab doch... Boah, das gibt's doch nicht. Warum rollen wir denn? Nein! Stopp! Warum rollen wir denn? Ach, das ist doch scheiße! Ach, Mann! Da mach was anders. Sorry, ich wusste, warum hat er jetzt gerollt? Ich habe da hinten die Bremsen angezogen, beziehungsweise hier vorne. Gibt's doch gar nicht. Ah, sorry Leute, es war so nicht geplant und deswegen habe ich das auch gespeichert. Da mach was anders. Zum Glück habe ich das gespeichert. So, machen wir es nämlich jetzt ganz anders. Ganz anders. So. Da machen wir es anders. So, wir sind ja auf diesem Gleis. Zack. Da machen wir es anders. So. Ich hab mich doch von dem Spiel nicht verarschen. So. Jetzt mit dem Bremsschlüssel kaputt. Hä, was ist denn? Was geht denn jetzt hier falsch? Was ist denn hier los? Nehmen wir jetzt eine Doppeltraktion. Vielleicht funktioniert das irgendwie da bei der Lok nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist mir auch egal. Ich habe keinen Bock, mich jetzt von dem Spiel hier verarschen zu lassen. Ganz ehrlich. Macht keinen Spaß. Jetzt funktionieren die Bremsschlüssel nicht mehr. Das glaubt ihr doch kein Arsch.
Ach ey, ich hab keinen Bock auf den Schrott. Echt, macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß, sowas, echt nicht. Dann machen wir es ganz anders. Fahren wir einfach quer zurück. Ich habe die Faxen dick, ganz ehrlich. Fahren wir einfach quer zurück und dann hat sich das Thema. Dann fahren wir einfach quer zurück. So, dann fahren wir rückwärts zurück. Schnauze voll. Fährt ja wieder dadurch. Das gibt's nicht. Du blöder. Fresse, ich hasse es. Sollst nicht da durchfahren? Das gibt's doch nicht. Durch die Vollung. Gute Sätzen. Da machen wir es noch anders. Wir stellen die einfach hier hinten hin. Warte mal. Hier ist der. Da können wir das Gleis nehmen. Ne, will er wieder dadurch? Das gibt's doch nicht! Ey, Leute. Jetzt hat es gerafft. So, dann machen wir das nämlich gleich noch ganz anders. So, wieder rückwärts, alles lösen. Jetzt funktioniert's. Funktioniert nicht, na egal. Dann bleiben wir halt am roten Signal stehen. Scheiß drauf.
Sagen, das reicht dann auch. Ich denke, hier reicht's. So, dann das hier auf neutral. Bitte aus. Der Motor nicht aus. Es geht jetzt der Motor nicht mehr aus. Die gehen nicht mehr durch. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht echt. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Und jetzt. So, Spitzensignale aus. Führerstandslicht aus. Getriebeleistung aus. Luftkompressor aus. Beleuchtung aus. Zack, wir haben soweit alles aus hier, sehr schön. Dann können wir die Bremse noch anziehen. Genau. Dann können wir hier aussteigen. So, damit endet unser Dienst. Wir haben erfolgreich den ICE hierher geschleppt. Abgesehen jetzt mal von den zwei Unterbrechungen haben wir das doch eigentlich gut hingekriegt. Die Sonne geht auf. Ihr seht es dort vorne. Wir können jetzt hier geschmeidig über die Gleise laufen und uns dann, wie gesagt, in den Feierabend begeben. Unsere Nachtschicht ist vorbei. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier irgendwie noch an der Strecke kommen, weil das andere als einfach ist. Aber als guter, disziplinierter Bahnmitarbeiter laufen wir natürlich so, dass wir hier möglichst abseits der Gleise sind, also möglichst nah am Zaun. So. Wunderschön. Die Sonne aufgeht, einfach ein Traum. Einfach ein Traum. So, da vorne steht ein RE. Oder auch mehrere. Die können ja versuchen,
Wobei die werden jetzt alle noch nicht fahren. Das ist, wie gesagt, noch echt früh jetzt. Aber wir können zumindest hier zum Hauptbahnhof laufen, zumindest uns dann hier aus dem Bahngelände entfernen. Und vielleicht einen Bus nehmen oder ein Taxi zum Hotel. Sowas in der Art. Wenn wir hier irgendwie mal aufs durchkommen. Ist im Moment noch nicht der Fall. Aber zumindest ist es hier der Hauptbahnhof. Und dann können wir vielleicht mal irgendwie aufs Gelände kommen. Auf jeden Fall jetzt hier in Aschaffenburg Hauptbahnhof und haben jetzt auf jeden Fall Feierabend und ja, nehmen uns jetzt einen Zug oder sowas und hier ins Hotel fahren. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Sonntag. Habt eine schöne Zeit. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr mal in die Kanalmitgliedschaft reinschaut. Ihr könnt auch den User Afopis fragen. Der ist sehr zufrieden, der ist schon seit über einem Monat Mitglied. Und ja, könnt ihr euch gerne mal schlau machen, was es dort für Vorteile für euch gibt. Ihr könnt auch gerne Anpassungen vorschlagen, wenn ihr da Ideen habt. Ja, ansonsten war es das mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Es war eine schöne Fahrt. Also wie gesagt, das mit der Kupplung, das eröffnet völlig neue Szenarien, völlig neue Möglichkeiten, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenne spielt das. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.